Herzlich willkommen zurück zum Taste Test. Heute habe ich euch wieder einen Rockstar mitgebracht. Ich weiß auch nicht, was in letzter Zeit mit der Rockstar abgeht. Also ein Rockstar nach dem anderen, eine neue Sorte, die rauskommt nach dem anderen. Passion Frutas Energy und Juice heißt das Ganze. Rockstar Baja Juice Energy. Wieder irgendwie eine neue Serie oder so. Ich blick da allmählich nicht mehr durch und es klingt alles so spanisch. Und ich bin echt gespannt, was das soll. Ich hoffe, es schmeckt super fruchtig wie der Monster Chaos damals, der letzten Endes meine absolute Lieblingssorte war, der beste Energy, der jemals gemacht wurde. Aber dann letzten Endes leider aus dem Programm genommen wurde. Und wenn nur ansatzweise so gut ist, dann wird das mein neuer Favorite. Die Farbe ist schon mal top. Ja. Bin ich mal gespannt. Passionsfrucht wahrscheinlich. Passion Christi oder was? Wollen wir das gute Stück mal öffnen? Ich denke, der Hintergrund ist diesmal passender denn je mit den Palmen, wenn das so ein erfrischender, paradiesischer Energy sein soll. Wird mal Zeit, das Monster jetzt auch mal wieder rausbringt. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt immer nur Rockstar teste. Beste Geräusch, man kennt es. Oh, let's go. Das riecht schon mal sehr einladend. Oh mein Gott. Geruch ist schon mal 11 von 10. Wow, oh mein Gott. Das wird mein neuer Favorite. Wenn der so schmeckt, wie das riecht. Wow. Wow, oh mein Gott. Oh Gott, ich lasse sie einfach hier so stehen als Raumerfrischer. nee. Oh, der riecht so gut. Okay, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Oh ja. Oh ja. Oh mein Gott, der schmeckt sehr ähnlich wie der K. Oh mein Gott, das ist der beste Energy, den ich hier getrunken habe jetzt wieder. Oh mein Gott, ist der gut. Weiß nicht, was ich sagen soll. So ähnlich hat er geschmeckt, der Monster Chaos. He's back in Form von Rockstar. Oh mein Gott. Das ist der beste Energy, den es gibt. Es gibt keinen besseren Energy da draußen. Der kriegt von mir 11 von 10 Punkten. Das weiß ich jetzt schon. Der einzige Energy, dem ich 11 von 10 Punkten gebe. Ich werde jetzt auch... bei Amazon habe ich immer so ein Abo. Da kriege ich einmal im Monat eine Palette Killer Citrus und eine Palette Monster Mango Loco. Mango Loco ist Müll dagegen. Und Mango Loco ist gut. Den werde ich erstmal kündigen und gucken, ob es das hier gibt. Das ist der Shit. Wow, das kombiniert alles an Energy, was ich mag. Und dann super fruchtig und nicht zu süß. Aber auch, ich weiß nicht, es ist so eine perfekte Mischung. Wow, das ist der beste Energy. Der ist so gut. Ihr müsst diesen Energy probieren. Jeder, der Energy Drinks mag, der so ein bisschen auf was Fruchtiges steht, der muss diesen Energy trinken. Geiles Design. Super geniales Design. Hier mit den Farben. Richtig coole Farbkombo und mit den Totenköpfen und alles. Spricht halt so ein bisschen so die Leute an, die auf Piraten-Stuff stehen. Mit den Totenköpfen und ja, mit diesem tropischen Insel-Feeling. Und dann noch dieser Geschmack. Oh mein Gott. Ey, das ist der Hammer. Wow. Rockstar hat den Vogel abgeschossen. Ich hoffe, den gibt es jetzt immer. Ansonsten, ich werde im Internet recherchieren, wo es den gibt. Das werde ich jetzt machen. Weil das ist der absolute Burner. Das ist so ein guter Energy. Wow. Noch ein Schluck jetzt hier zur Feier des Tages. Das ist der absolute Burner. Geschmacksexplosion Deluxe. Ganz ehrlich. Don't add me. Aber das hier ist der beste Energy. Wenn es Monster Chaos irgendwann wieder gibt, dann gibt es Konkurrenz. Aber das ist tatsächlich auf dem Level von Monster Chaos. He's back. Finally he's back. Ich bin so glücklich gerade. Den werde ich mir sowas von bestellen. Das ist der Oberhammer. Du Leute, in diesem Sinne 11 von 10 Punkten hier für Passion Frutas. Dieser Name ist natürlich nicht so top. Aber okay. Gut.
Daumen hoch, falls euch dieser Taste-Test gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.